In den allermeisten Wochen ist es nämlich so, dass genug oder sogar zu viel Sonnenenergie auf die Dächer scheint und sie nur zur richtigen Zeit genutzt werden muss. Denn Strom, der am Sonntag erzeugt wird, bringt ja nichts, wenn wir am Montag lackieren wollen und der Himmel bewölkt ist. Wie bekommen wir jetzt also die Energieerzeugung zusammen mit dem Energieverbrauch? Und klar, Speicherung spielt hier eine große Rolle. Aber nicht so, wie jetzt die meisten wahrscheinlich denken. Woran denkst du, wenn du Energiespeicher hörst? Ich vermute mal an sowas hier, einen Batteriespeicher. So einen haben sie auch, ja. Vielleicht denkst du dann aber auch noch an einen Wärmespeicher. Und so einen haben sie auch dort, in ziemlich groß. Den beheizen sie aber nur dann, wenn alle anderen Verbraucher, zu denen wir jetzt gleich noch kommen, schon laufen, die Wärmepumpe schon unter voller Leistung läuft und immer noch Stromüberschuss herrscht. Dann nämlich laufen auch die 3x200 Kilowatt Heizschwerter an und erwärmen diesen riesigen Wärmepufferspeicher. Dieses Teil ist also sowas wie ein absurd großer Wasserkocher.